Ich erinnere mich. 1992. Einsatz in Sarajevo. Im Bosnienkrieg. Tag und Nacht. Nacht und Tag Einsatz. Sport machen, Outdoor war nicht. Da flogen die Kugeln. Ja, und drin? Da sah das schon anders aus. Ja, hallo Freunde, ich grüße euch. Sport in Zeiten des Corona ist nicht immer ein Selbstläufer. Es gibt nicht jeden Tag Möglichkeiten, Sport zu machen. Viele haben kein Einfamilienhaus, keinen Garten, kein eigenes Grundstück. Da ist auch nicht immer ein Wald in der Nähe. Viele unter euch wohnen vielleicht mitten in der Großstadt, fünfstöckiges Gebäude. Und wenn man da eigentlich unten ist, dann steht man auf der Straße, weit und breit, kein Terrain, kein Sportplatz, kein Wald in Sicht, auch kein Park. Dann bleiben eigentlich nur die eigenen vier Wände. Und wie es dort auch geht, das zeige ich euch heute. Dranbleiben. Ja, 6 Monate Einsatz in Sarajevo, Bosnienkrieg 1992, 93. Ja. Wir sind damals weg, ich kann mich gut erinnern, kurz vor Weihnachten und kamen zurück, 92 und kamen zurück, irgendwann Juli 93. Das waren ein bisschen mehr wie 6 Monate. Und 6 Monate für einen Legionär ohne Sport, das geht null, das geht gar nicht. Ja. Wenn wir raus mussten zu den Einsätzen, dann hatten wir immer Helm auf, Waffe dabei, Koppeltragehilfe dabei, Munition dabei, das ganze Klick und Klack und Tralala dabei. Da war mit Sport natürlich gar nichts zu machen. Hätten wir auch nicht gekonnt, der Einsatz verlangte anderes. Ja. Und wir haben also Indoor verlegt. Und Indoor haben wir dann Sport gemacht mit allem, was uns in die Finger kam. Ja. Da waren Munitionskisten, da waren Treppenaufgänge, die wir rauf und runter gefegt sind im Kampfanzug. Wir waren ja meist nur im Kampfanzug. Teilweise auch zum Pofen, weil die Zeit zwischen den Einsätzen oft zu kurz war. Aber auch mit Sandsäcken. Sandsäcken wie diesen hier. So ein Sandsack gefühlt, der wiegt ab 12 Kilo aufwärts. Ja. Mit dem kann man sehr gut Sport machen indoor. Wir haben auch Sport gemacht mit den alten Sackmarin. Sackmarin, das sind diese Seesäcke. Die haben wir voll gefüllt. Ja, mit allem, was irgendwie nicht gerade unbedingt hart war. Da haben wir die aufgehängt an die Decke, Schrauben rein, hochgezogen und dann haben wir geboxt, ja, mit Seesäcken. Wir haben die Seesäcke vermöbelt. Und alle unsere Jungs, die meisten unserer Jungs, haben noch diese Klimmzugstangen gehabt, diese teleskopartigen Klimmzugstangen, die man in den Türen reindrehen konnte und dann konnte man an den Türen Klimmzüge machen, ja. Wir fangen jetzt gleich mal an mit der ersten Sporteinheit Indoor. Ich nehme dazu einen dieser Sandsäcke. Ja. Und noch ein kleiner Tipp, bevor ihr überhaupt Sport macht, ob Outdoor oder Indoor, Dehnen und Strecken nicht vergessen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Dehnen und Strecken eine Viertelstunde lang vor jedem Sport. Thank you.
Ja, das mit den Sandsäcken, das geht wahnsinnig ab. Da kann man sich richtig ans Limit powern, ja. Wie gesagt, so ein Sandsack 12 Kilo schwer. Wenn ihr da noch Treppenaufgänge habt in einem Hochhaus oder mehrstöckigen Reihenhaus, 3 Stockwerke hoch, 3 Stockwerke runter, das ist Wahnsinn. Da powert man sich so richtig, richtig, richtig aus. Sieht auch leichter aus, als es in der Tatsache ist. Jetzt machen wir Folgendes. Wir finden uns indoor einen Ort, wo wir Klimmzüge machen können. Klimmzüge, wie gesagt, im Kampfanzug oder eben im Straßenanzug. Bei mir bietet sich an das Treppengeländer. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Mitkommen, Jungs. Ja, für was die einzelnen Übungen jetzt gut sind, da brauche ich euch, glaube ich, kein Foto machen. Ja, ihr kennt euch sicherlich fast genauso gut aus wie ich oder noch besser. Für die nächste und letzte Übung des Tages nehmen wir das hier. Ja, eine 7 Kilo Hantel und wir üben oder wir stärken die Oberschenkelmuskel und den Willen, das Köpfchen, Leute. Auf geht's. Ja, worum geht's bei dieser Übung? Ich lehne mich mit dem Rücken an eine Wand und fahre dann so weit runter, dass meine Oberschenkel mit den Waden zum Boden einen rechten Winkel bilden. Ja, der Rücken liegt ganz an der Wand dran. Ich nehme hier einen Tisch, davon rate ich euch ab. Sucht euch wirklich eine glatte, stabile Wand. Ja, Position einnehmen. So, wir haben jetzt also hier einen rechten Winkel und so bleibe ich erstmal. Ich fange jetzt schon nach 5 Sekunden fangen die Muskeln schon an zu arbeiten. Jetzt kommt aber der Clou. Ich schnappe mir meine Hantel. Ihr könnt auch gerne eine Wasserkiste nehmen oder einen Rucksack. Hol die mir, tu mir hoch und halte sie mir hier. Ja. Und so bleibe ich 30 bis 40 Sekunden. Ja. Ach, das arbeitet. Das haut richtig rein, Leute. Ja. Wer nicht fit ist, sollte mit dieser Übung langsam machen, vielleicht ohne Gewicht. Vielleicht die bessere Variante zunächst. Ja. Ja, hier die ganze Sache nochmal aus einem anderen Winkel, nämlich von der Seite. Ja. Wichtig, Rücken an die Wand, 90 Grad Winkel, einhalten. Ja. So, 90 Grad, fest an der Wand. Hantel schnappen und auch jetzt. Und so bleiben wir 40 Sekunden. Ja, und das macht ihr dreimal hintereinander, Pause und dann nochmal dreimal hintereinander. Ja, jeder wie er kann. Wie gesagt, Wasserkiste tut's auch oder ein Rucksack oder der Partner. Aber keine Dummheiten machen. Ihr wollt raus, ja? Gott sei Dank dürfen die Hunde noch raus im Garten Kacker machen. Aber wir sind ja nicht im Einfamilienhaus oder draußen in der Pampa. Wir sind ja in einem fünfstöckigen Hochhaus, wo ihr nicht rauskommt. Deswegen Sport hier drin, ja? So. Das ist gut. Ja, und zu guter Letzt nutzen wir noch die Heizung, die gute alte Ölheizung, wo man die Füße hinten einklemmen kann für einige Sit-Ups mit oder ohne Gewicht. Aber das bleibt euch überlassen.
Und wie gesagt, langsam, mollo mollo, kein Zoff mit eurem Ehepartner. Ja, die Frau sieht da vielleicht nicht gerne, dass sie daheim im Kampfanzug rumrennt und Sport macht. So, auf geht's. Eicher, 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 Eicher. Nice. Eich. 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 So, ich denke, mir reicht's heute mal. Der zweite Teil für Sport Indoor in Zeiten des Corona kommt mit Sicherheit. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Amici, Legionär, euer Thomas Gast. Bye, bye.